Weitere Lagemeldung, Verkehrsunfall mit Fußgänger. Ein PKW hat einen Fußgänger erfasst, eine Person im Fahrzeug eingeschlossen, einen weiteren RTW zur Einsatzstelle, ein Fußgänger wurde erfasst. Dieser ist bereits transportstabil und wird mit dem Rettungsdienst der nächsten Notaufnahme zugeführt. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Immersion 5 in der neuen Lüdenscheid-Version. Und warum fährt mein RTW jetzt hier durch die Gegend? Ich habe doch gesagt, durch den Aufnehmen. Jetzt hat er sich bewegt. Naja. Wir sehen hier bereits einige Neuerungen. Und zwar das neue Ghost-Modell beim Platzieren ist jetzt standardmäßig aktiviert. Ich würde sagen, wir brauchen noch einen zweiten RTW. Holen wir uns noch einen dazu. Und? Ja, Patient ist befreit. Sehr schön. Irgendwer noch irgendwelche Kisten. Da habe ich noch einen vom Rettungsdienst frei. Sehr schön. Dann können wir schon mal gleich die Voranmeldung für chirurgisch durchführen. Polizei sperrt ab. So, wir machen mal den Abbiegelspur hier auch mal bitte ganz zu. Jetzt staut sich hier ein bisschen, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Müsste jetzt mit klarkommen. Ja, was ist hier alles neu? Das Changelog, wie immer, packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen hier einfach mal ein bisschen Let's Play und gucken, was uns so schon auffällt, einfach mal in der Folge an. Bei der Polizei kann man zum Beispiel jetzt auch einfach eine Schutzweste anziehen. Das finde ich auch richtig cool. War manchmal am Anfang so gelöst, dass das variabel war. Entweder waren die standardmäßig, also es gab einen, der ist gespawnt mit Weste, einen ohne. Und jetzt kann man es quasi, wie man möchte, gestalten. Wir dürfen mal hier einmal den Kollegen bitten, den Verkehr umzuleiten. Und der 3RTW1 ist auch eingetroffen, sehr schön. So, kann man bitte irgendwer das Öl hier aufnehmen? Ölbindemittel. Oh, wir haben noch einen kleinen Brand, sehe ich gerade. 1:30, erste Lagemeldung, brennt Unrat vor Gebäude. Angriff über der Kritschlange wird vorgenommen. Kein B5, auch nicht. Aber ich bin mal auch sehr gespannt, was uns vielleicht noch heute für den Brand ereilen wird. Denn da sollte es auch eine Neuerung geben. Und zwar, dass man nach dem Einsatz eine Art Brandwacht durchführen muss. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt auch eine Art Einsatz ist, wo man dann nachher noch einen Wagen hinschicken muss. Oder am besten, weil ich sag mal, bei größeren Bränden, war angenommen, der Logistikcenter hier würde jetzt Brand haben und wir würden jetzt wieder nach Hause fahren, ist es nicht verkehrt, noch ein Fahrzeug dort stehen zu lassen. Finde ich auch sehr cool. Und nebenbei bemerkt, hier ist jetzt auch ein neues Fenster offen. Kann man so draufklicken oder einfach mit dem HTTF. Ist nämlich jetzt die Leitstelle auch jetzt hier als Button im Spiel verfügbar. Finde ich auch sehr cool. Hier hat sich im ersten Moment auch einiges geändert. Also die Anordnung ist gleich. Aber ich meine gehört zu haben, dass einige Fahrzeuge rausgenommen wurden von extern, um dadurch auch die Performance zu verbessern. Und auch, oh ja, aber genau, man kann sogar den Abschleppdienst jetzt einzeln alarmieren, als auch die Bestatter. Jetzt hat man wirklich nur 3 Bestatter und eben diese Menge an Abschleppfahrzeugen. Das heißt, wir können nicht wie beim letzten Mal, ich sag mal, 30 Abschlepper zur Einsatzstelle schicken. Das ist ja mein persönlicher Rekord gewesen mal beim Einsatz. Aber ja, das heißt, man muss jetzt ein bisschen besser darauf achten, dass man die Patienten schnellstmöglich bewegt und vor allen Dingen auch heilt, damit die auch nachher nicht alle mit dem Abschleppdienst oder mit dem Bestatter abtransportiert werden. Apropos Abschlepper, wir können ja mal einen holen. Mosa ABS Schwientek. Ich spreche wahrscheinlich immer falsch aus, aber egal. So, platzieren wir mal ein. An diese Ghost-Modelle muss ich mich echt noch gewöhnen. Vielleicht deaktiviere ich die sogar bei mir. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schön. Aber finde ich cool, dass es das gibt. Und wo ist jetzt der Kollege mit dem Ölbindemittel? Hier ist der. Müssen wir einen. Oh, wir müssen noch Beweise untersuchen, sehe ich gerade.
Und hatten wir nicht auch Leck abrichten? Unfallstelle reinigen. Meines gibt sogar auch noch ein paar neue Einsätze. Und zwar Nutzfeuer. Was war da noch neu? Muss mal kurz in mich wieder reinfuchsen. Wo war es denn? Na, das Fahrrad bitte auch nochmal untersuchen. Da, jetzt. Sehr schön. Nutzfeuer, genau. Vandalismus und gerade schon erwähnt die Brandwache. Nach dem Gebäudebrand ist eine erneute Kontrolle notwendig. Wie gesagt, stelle ich mir auch sehr interessant vor. Müssen wir uns mal anschauen, wie das dann vonstatten geht. Leck abdichten, sagt er jetzt noch. Ja. Tankstopfen, Ölbindemittel, Kanal, Dichtkissen. Haben wir nicht? Den haben wir. Ja, Kollege, du musst hier warten, bis wir hier fertig sind mit den Maßnahmen. Eddie, das geht so gebrochener nicht, ne? Arm. So, wer hat jetzt das Zeug da? Der hat. Dann einmal stopfen. Das Ganze bitte. Nicht, dass hier das Öl wieder ausläuft, ne? Das wollen wir nicht. Wäre unschön, wenn das dann gleich wieder laufen würde. So. Ja, das heißt, wir warten hier nur auf den Abschleppdienst, wenn ich das richtig sehe. Unfallstelle reinigen, genau. Super, das heißt, 2 Halle 1. Status 1. Genau. So, dann würde ich mal sagen, machen wir die Absperrmaßnahmen, die bauen wir mal zurück. Nein, hör mal auf damit. So. Jetzt sehe ich gerade das Symbol, kann ich auch wieder dafür nutzen. Die Frage ist jetzt... Jetzt habe ich ja einen quasi per Hand alarmiert. Kann ich jetzt eigentlich auch den wieder über quasi diesen Befehl? Ja, kann ich. Okay, das heißt, ich habe rein theoretisch schon jetzt noch einen alarmiert. Oder? Einheitsübernahme, noch der gleiche. Okay. Ja gut, dann testen wir das mal. Hier haben wir einen gebrochenen Arm. Ja. Dann, wer kommt? Wer hat das Vergnügen? 1-1. Ja, perfekt. Dann darfst du mal kommen. Und wo ich hier gerade schon dabei bin, würde ich mal gerne den 20-2 alarmieren. Alex 20-2. Und jetzt haben wir auch hier sogar im Bereich der Polizei die Erweiterung, dass die Herrschaften auf Streife fahren können. Das finde ich auch richtig cool gelöst. Man konnte sie, glaube ich, auch einfach... So. Pol, Protestkundgebung. Ja, genau. Okay. Aber warte mal, ich nutze quasi nie die ganzen Stichworte. Vielleicht sollten wir das mal machen. Guck mal, jetzt haben wir sogar den Alex 20-2. So. Das war, glaube ich, auch. Normaler Streifenwagen. Perfekt, jetzt platziere ich die wieder richtig schnell, aber egal. Passt, mehr kommt nicht zu einer Demonstration. Jetzt da Vollalarm. Vollalarm, Leute. Muss ja auch Spaß machen, das auflösen. Schade, dass es jetzt hier keine 4 oder 5 Wasserwerfer gäbe. Das fände ich richtig cool. Ich bin so ein Fan von komplett Eskalation. So, wir machen mal eine Türöffnung raus. Gibt es dafür eigentlich ein Stichwort? Wenn ich schon gerade sage, ich muss mal mehr Stichworte nutzen, nutze ich es wieder nicht. Die Tür. Ja, schön. Zu spät. Ups. Naja. So, mein Abklapper ist da. Bergungsdienst. Ich glaube das Modell, also das Modell kennen wir, aber die Lackierung ist neu. Das ist sehr schön. Ja, dann darfst du den einmal aufnehmen, dann haben wir die Unfallstelle auch gereinigt, oder? Ich hoffe. 1 LW1. Ja, einmal
Ahnt es nicht. Okay, dann wird das heute keine Folge mit Feuer, dann wird das eine mit Polizei, ja, alles schlecht. Hier ist noch keiner da, ja, Demo. Ganz viele da. Betreibt mal ein bisschen Absperrzoll, dass die nicht so gut vorbeikommen. Dass wir hier eine Barriere haben. Ja, ich werde schon wieder angegriffen hier. Das geht gar nicht. Aber fliegen die jetzt so weit? Nee, ne? Oh je, komm. Okay, ich schalte mal wieder an. Danke. Mayday, Mayday, Mayday. Demonstration droht aus dem Ruder zu laufen. Ich wiederhole. Bringt weitere Einsatzkräfte zur Anstellung. So, jetzt sind die alle nach dahin gelaufen. Ich mache mir ganz fix die andere Seite zu. In der Hoffnung, das funktioniert. Ohne dass ich hier gleich komplett am Boden bin, sonst kann ich gleich wieder RTW einen Schutz alarmieren. Komm, 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 mach hin. 68. Ah ja, ja, das war auch gefährlich. Komm, zack, 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 zack. Passe. Perfekt, einsteigen. Los, rein da und einsteigen. Mayday, Mayday, Mayday. Polizisten werden an der Demonstration angegriffen. Wiederhole, wir werden angegriffen. Sofort. Nachalarmierung. Wasserwerfer, wo bleibt mein Wasserwerfer? Hallo? Wo bleiben die Kollegen? Ja, ich bin nicht da. Vielen Dank auch. Unfair. Hauptsache der Gefangentransporter schon mal da. So muss das. So. Eine Frage bitte. Einmal T, einmal R. Ich glaube, Feuerwehr brauche ich jetzt gar nicht. Habe ich jetzt trotzdem da? Egal. Besser haben als brauchen. Unfallstelle reinigen, abtransportieren. Gut. So, mein Wasserwerfer, wo bist du? Da kommt noch ein Kargo-KW, sehr schön. Okay, die brauchen noch eine Minute. Dann mal Türöffnung, zacki, zacki. Lock die Roboter, wie so schön heißt. Noch keiner da? Ah, endlich. So. Ja. SEK wäre auch nicht verkehrt wegen Bremsmarken und so. Perfekt, das heißt, Halef darf einrücken. Was auch immer du vorhast, abbrechen, danke. Eins RTW 1, Voranmeldung chirurgisch. Gebrochener Arm. So, mein Wafferwerfer ist da, sehr schön. Dann aktiviere mal die Funktionieren. Habe ich jetzt zwar verloren, aber egal. Ja, wow. So, da haben wir nochmal zwei. Ne, wir machen erstmal die hier vorne. So,
So, sie sind festgenommen. So, die zwei haben wir schon mal festgenommen. Sehr schön. Den auch. Den hier auch. So, da haben wir direkt hier weitermachen. Vielleicht kommen noch ein paar Blendgranaten zum Einsatz, da freue ich mich schon drauf. Mal sehen, dass die Blendgranaten mag, ne? Gibt immer so schön Feuerwerk-Feeling. Was? Der ist schon voll, der hier. Eieiei. Gut, dann machen wir den mal ja auch voll. Gebrochener Arm abgeschlossen, sehr schön. So muss das. Ich glaube, ich alarmiere mal ein RTW für Eigensicherung. Ich habe da mal wieder so ein Gefühl. So. Zugriff, Jungs, Zugriff. Zack, zack. Ah, sehr schön. Das muss knallen, Leute, das muss knallen. Richtig ins Auge muss das gehen. Damit hier keiner noch mich mal hier angreift in den Einsatzkräften. Das geht gar nicht. Hurra! Komm, holen wir nochmal einen Wasserwerfer raus. Kommt der auch noch ran? In your face! Eddie, gebrochenes Bein. So, jetzt direkt wieder festnehmen, damit hier keiner Unfug macht. Oh, die sind immer noch geblendet, das ist ja richtig gut. So. Ich glaube, ich brauche mehr Streifenwagen, kann das sein? So. Mein Gott, ich wollte euch so viel zeigen hier mit schönen Feuer und anderen Einsätzen. Und jetzt habe ich hier eine Demonstration hier. Unfassbar. Da kannst du gar nichts gegen machen. Wir brauchen noch ein paar MTWs. Kann das sein? Oder sind das jetzt sogar die letzten Einsätze hier? Hm. Oder nicht Einsätze, sondern die letzten Straftäter vielmehr. Nee, ist nur Abtransport. Nur Abtransport. Gut, dann kann der Wagen heim. Unfallstelle reinigen. Habe ich doch was vergessen. Na sowas. Stadtreinigung. Die könnten uns doch mit Sicherheit helfen. So, Demonstration, wie sieht's aus? Wer demonstriert hier noch? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ich glaube. Straftäter festlegen. Ich brauche noch hier irgendwo einen Beamten. So, Sicherheit. Wer sorgt für die Sicherheit?
Ah, genau, das dürfen dann einmal die Kollegen hier übernehmen, die dann jetzt neu dazugekommen sind. Damit die Straftäter nämlich schon mal alle wegfahren können. Den Wasserwerfer. Würde ich nochmal da lassen, tatsächlich. Dann darf ich mal für die Sieger sorgen. So. Dann die ganzen Abstimmmaterialien müssen wieder entfernt werden. Hier haben wir noch drei Straftäter, die wollen wir auch noch wegbringen. So, da haben wir auch noch mal einen. Und noch einen. Haben wir sie jetzt? Ja. Sehr schön. Gut. Dann wäre das Vergnügen. Wer kriegt die Patienten? Da ist einer drin, also fährst du heim. Halt, wartet, noch nicht fahren bitte. Fährt er schon? Ich weiß noch nicht. Ich hoffe, er fährt noch nicht. Erst muss er noch meinen Straftäter hier mitnehmen. Ah, sieh meine an. Das Fahrrad muss noch mitgenommen werden. Na sowas. Das Fahrrad wurde vergessen. Ja, dann ist das auch kein Wunder. So, dann räumen wir den Schinken mal von der Straße. Sehr schön. So, Stadtreinigung 1. Meldet. Einer hat Stelle geräumt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Mord schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ob da was Neues ist oder nicht, das sehen wir dann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich räume mir noch ein bisschen auf und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Changelog in der Videobeschreibung abzuchecken und die weiteren Videos. Kanal abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.